Ich habe Post. Nero. Können wir aber nicht nutzen, wie es scheint. Ja, okay. Okay, so sieht das halt so aus. Text der Meister. Nee, das nehmen wir nicht. Ich könnte ja mal gucken, ob wir eine bessere Ausrüstung kriegen. Da werden wir lange brauchen, um da mal passende Ausrüstung zu kriegen. Und dann nehmen wir die hier. Ja, da warten wir mal. Hebt Gift auf, hebt Schlaf auf.
Und genau deswegen müssen wir noch ein paar Dungeons abgrasen, hin und wieder. Und damit wir auch vernünftig tauschen können. Oh, mein Kater ist ganz müde. Schön. Wir können wieder ein paar Kombinationen abgrasen. News. Anonymität und die dunkle Seite der Online-Spiele. Je mehr Kinder von Videospielen gefesselt sind, desto mehr sorgen sich Eltern. Es gab Zeiten, als dem Fernsehen, Kino und sogar Büchern nachgesagt wurde, dass sie unsere Kinder negativ beeinflussen. Bei Online-Spielen interagieren die Kinder aber in Echtzeit mit einer großen, undefinierbaren Anzahl von Menschen, was dies klar von den vorherigen Beispielen unterscheidet. Bei TV und Kino können und sollten Altersbeschränkungen und elterliche Aufsicht genutzt werden, aber online ist es unmöglich, die Stimmen der anderen Spieler, denen die Kinder ausgesetzt sind, zu kontrollieren. Ein neuer Bericht besagt, dass über 90% aller Grundschüler, die ein Online-Spiel ausprobiert haben, in der einen oder anderen Form schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die Hälfte dieser 90% sagt, dass diese schlechten Erfahrungen sie belasten. Wir alle sollten diskutieren, welche schlechten Einflüsse diese Spiele, in denen komplexe menschliche Interaktionen unter dem Mantel der Anonymität stattfinden, auf unsere jungen sich noch sozial entwickelnden Kinder
Einfluss haben. Irgendwo haben sie ja recht. Das ist ein sehr aktuelles Thema. Die Verbreitung von Echtgeldkäufen. Online-Spiele verwandeln manche Menschen in Geschäftsleute. Sie leiten aber keine Firma, sondern spielen einfach nur das Spiel. In einem Vorort von New York hat Herr X ein Geschäft, eine sogenannte Gilde, gegründet. Dort beschäftigt er andere Spieler, die auf absolut effiziente mechanische Art und Weise Charaktere hochleveln, Gegenstände sammeln und Geld verdienen. Seine Gilde verkauft die von den Angestellten gesammelten Daten auf Online-Auktionen an andere Spieler. Mit dem Motto "Online-Spiele sind unser Geschäft" wird Herr X sicherlich ein heißes Thema unter Spielern sein, die einfach nur Spaß haben wollen. Auch wenn nicht viele Spieler so weit gehen und Spielen zu ihrem Beruf machen würden wie Herr X, gibt es doch etliche Spieler, die Echtgeldkäufe betreiben, um ihr Einkommen aufzubessern. Es ist bedauerlich, dass so viele Spieler das Vergnügen des manuellen Hochstufens ihrer Charaktere aufgeben und lieber dafür bezahlen, meint ein bekannter Entwickler von Online-Spielen. Allerdings sind auch die Spieleentwickler nicht unschuldig, da sie Gebiete und Events erstellen, die nur in mehreren Stunden Spielzeit zu schaffen sind. Ja, das kennt man ja häufiger. Also jeder, der mal ordentlich gezockt hat, der weiß, gerade bei Online-Games, das kann schon mal bäh sein. Einige Jahre nach den Rufen nach schrankenlosen Nahrungsmitteln sind... Also im Prinzip, manche dieser News-Captures sind nicht wirklich wichtig, aber sie geben uns einen guten Anhaltspunkt dafür, wie gerade die Welt um Hack sich entwickelt hat. Also wie weit auch die Technologie fortgeschritten ist und alles Mögliche. Ich finde diesen Wortlaut, entschuldige meine Vermessenheit, kommt öfters vor und dann frage ich mich, wer redet so? Sicher wieder Dinge, die werde ich mir dann mal in aller Ruhe durchlesen. Also ihr wollt, dass ich sie vorlese, dann ja, sagt einfach Bescheid ab in die Kommentare und ich tue es oder versuche mein Bestes. Aber ich will jetzt eigentlich nur so spielrelevante Sachen vorlesen. Gute Rezepte gesucht. Naja, die nehmen wir doch gerne. Allein zu Abendessen ist traurig. Guten Abend, hier ist Reis. Ich bin der schlechteste Koch der Welt. Ich habe einen Kochkurs gemacht, aber der Lehrer hat nur geseufzt. Als ich mit Kaki und den anderen beim Zelten war, haben sie mich aus der Kochecke geschmissen. Also esse ich jeden Tag außerhalb. Am Morgen hole ich mir einen Kalorienriegel. Zu Mittag esse ich das Mittagsmenü in einem nahegelegenen China-Restaurant. Am Abend esse ich eine Bento-Box oder Brot aus dem Gemischtwarenladen. An den Wochenenden hole ich mir alle drei Mahlzeiten im Supermarkt. Neulich habe ich zum ersten Mal Essen von der Ausschlussdiät gekauft. Ich habe mich jedes Mal gewundert, was das sein soll, wenn ich einkaufen ging. Voller Hoffnung biss ich hinein, aber wow, es war schrecklich. Wie kann man nur so in sein? Enttäuscht ist gar kein Ausdruck. Wenn jemand irgendwelche guten Rezepte für die Ausschlussdiät kennt, verratet sie doch bitte. Oder schmeckt alles einfach nur furchtbar?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, du solltest zuerst deine Essgewohnheiten ändern, bevor du mit einer Ausschlussdiät anfängst. Wenn du weiter so ungesund isst, wirst du noch krank. Ja, deine Kochkünste sind nicht von dieser Welt. Po Reis. Die bekannteren Marken schmecken gut, aber sie sind auch teuer. Gesundheit. Ich mag die Eintöpfe von Martinas Best. Ah, nenn mich nicht Po Reis, es heißt W Reis. Om Reis. Upa. Jetzt habe ich einen Kater auf mir stehen. Hallo Kater. Skipper. Ja, du kannst dich ruhig hier niederlegen. Ist kein Problem. Hör auf damit, Grrr. Ich führe schon lange ein ungesundes Leben und es geht mir gut, aber trotzdem danke für die Warnung. Ich kann nicht anders. Ich kann deinen Namen nur als Po-Reis lesen. Aber egal. Five Seasons, Locomoco, Bread, Ladies Dining Table, Martinas Best, diese Marken haben gutes Essen. Grrr. Ich habe mir die Marken angesehen, die du vorgeschlagen hast. Die sind einfach zu teuer, Kaki. Um das regelmäßig zu essen, muss man ein Millionär sein. Und es ist ziemlich gefährlich, sich 10 Minuten vor der Schließung des Supermarkts mit Hausfrauen um Essen zu schlagen. Mit Essen aus dem Supermarkt für die Ausschlussdiät musst du vorsichtig sein. Die Eintöpfe sind zerkocht und eklig, aber wenn du den Fehler gemacht und es gekauft hast, dann solltest du es am besten mit Reis mischen. Die Markennamen haben gutes Essen, aber es stimmt, sie sind teuer. Wir kaufen sie nur zu besonderen Anlässen, sonst könnten wir uns das auch nicht leisten. Ich verstehe, was du meinst. Ein Stückchen Hausfrauenweisheit, Ich versuche das am Wochenende. Danke für den Tipp. Ich dachte, die Person kann nicht kochen. Gerüchte, na mal sehen, was haben wir denn bei den Gerüchten? Schwarze Punkte. Dies ist eine Geschichte, die ich von einem Freund gehört habe. Ach ja, das ist dieses Gerüchteforum, wo die eine schrieb: Ja, hier kommen die Gerüchte rein. Ihr kennt ja sicherlich alle eine Geschichte von einem Freund, der von einem Freund gehört hat, dessen Freund mal erzählt hat und so weiter. Beim Spielen im verlorenen Grund erscheinen schwarze Punkte um den eigenen Charakter herum. Das sind anscheinend Fenster, die The World mit einer anderen Dimension verbinden. Aus ihrem Inneren hört man ein Mädchen sagen: Hey, willst du mit mir Verstecken spielen? Wenn man zustimmt, wird man in eine alternative Dimension befördert. Wenn man ablehnt oder das Mädchen ignoriert, wird es wütend und verflucht einen, sodass man 3 Tage später einen Verkehrsunfall hat. Um dem Mädchen zu entkommen, muss man angeblich nur sagen: Deine Mama ist hier, um dich abzuholen. Dann fragt das Mädchen: Wo ist sie? Dann antwortet man: Hinter dir. Dann schreit das Mädchen und die schwarzen Punkte verschwinden. Mein Freund sagte, dass er diese Geschichte auch von einem Freund gehört hat. Ich dachte mir, dass es eine moderne Legende sein könnte. Deshalb habe ich es gepostet. Was meint ihr? Oho, also gibt es auch solche Gerüchte. Ich frage mich, ob es nur eine Fortsetzung von dem kleinen Mädchen in der Halle ist. Scheint mehr eine Geistergeschichte als eine moderne Legende zu sein. Aber ich habe den Eindruck, dass dieses Gerücht sich nicht fest etabliert hat. Wenn es sich in The World und im realen Leben verbreiten würde, könnte ich mir vorstellen, dass der Teil mit den schwarzen Punkten verschwindet. Wie bei dem kleinen Mädchen in der Halle ist das Mädchens Stimme der wichtige Teil des Gerüchts. Wie auch immer, danke für ein interessantes Gerücht. Die Gerüchte über Online-Events, die Auswirkungen auf das reale Leben haben, scheinen zuzunehmen. Interessanterweise war besonders The World in letzter Zeit das Zentrum vieler moderner Legenden, die der über Fantasyland, der Freizeitpark, der heilige Boden der Verliebten sein soll, ähneln. Nicht unbedingt, wenn man an die Gerüchte von The World denkt, fallen einem Schlagwörter ein wie das Mädchen in Weiß, Triad, die Kathedrale und Koma. Aber in letzter Zeit gibt es mehr und mehr Geschichten über schwarze Punkte. Die schwarze Punkte-Gerüchte sind nichts weiter als Fortsetzung aller der anderen Gerüchte. Das Wichtigste ist aber nicht die Herkunft der Gerüchte, sondern der Grund, warum das Schlagwort schwarze Punkte als Gerücht so bekannt geworden ist. Was diese Entwicklung betrifft, werde ich eine Weile warten und die Entwicklung der Dinge beobachten.
Er ist auch dieser Meinung. Bis nächstes Mal. Wer ist denn er? Das ist schon wieder Enzephalon. Wow, das ist ein Bilderbuchbeispiel einer modernen Legende. Laut einem der Gerüchte, die ich kenne, sind die schwarzen Punkte die Seelen von komatösen Spielern, die ins Spiel gezogen wurden und um andere Spieler herumschweben, um zu versuchen, mehr Gefährten zu bekommen. Es scheint einige sich wiederholende Muster zu geben, wie bei dem Mädchen in Weiß und Dry Edge. Ich glaube, ich habe eine Idee, woher die schwarzen Punkte-Gerüchte stammen. Vor dem Abschalten der Crimson VOS-Dienst gab es anscheinend einigen Ärger mit schwarzen Punkten auf dem Bildschirm. Offiziell hieß es, dass es sich nur um einen Fehler in den Effekt-IDs des Spiels handelte. Aber die Spieler sagten, dass es an einem Virusbefall des Crimson VS-Servers lag und es so zu Anzeigefehlern kam. Es ist nicht weit hergeholt zu behaupten, dass jene Punkte mit denen, über die wir reden, identisch sind, schon deshalb, weil beide schwarz sind. Und, versteht ihr, worauf ich hinaus will? Zieht man den Zeitpunkt der Entstehung des Gerüchts in Betracht, dann ist diese Theorie nicht haltbar. Die Zeitspanne, in der schwarze Punkte in Crimson VS gesichtet wurden, war sehr kurz. Kurz vor dem Abschalten des Dienstes vor ungefähr 6 Monaten. Im Gegensatz dazu bestehen die schwarzen Punkte-Gerüchte schon seit dem Beta-Service-Release für The World R2. Diese Gerüchte haben sich ab nie weit verbreitet. Deshalb müssen die Gerüchte von anderswo stammen. Zurzeit untersuche ich gerade entsprechende Gebiete. Wenn ich etwas herausfinde, werde ich das hier posten. An Enzephalon, ich habe dir einige neue Gerüchte per E-Mail geschickt. Freue mich auf deine Analyse und entsprechende Posts. Enzephalon, verstanden. Er ist auch ganz begeistert. Wir legen sofort los. Oh, das wusste ich nicht. Entschuldige die übereilte Schlussfolgerung. Guten Abend, ich bin Oshino Aizis. Ihr scheint eine sehr interessante Diskussion zu führen. Auch ich habe das Gerücht über die schwarzen Punkte gehört. Allerdings handelt das Gerücht, das ich gehört habe, nicht von den schwarzen Punkten, sondern von schwarzen Fenstern. Der einzige Unterschied ist, dass das, was aus den Fenstern hervorkommen soll. Identisch ist die Aussage, dass etwas hervorkommt, genau wie bei den schwarzen Punkten. Es ist interessant. Diese Variante höre ich zum ersten Mal. Ich frage mich, ob diese Gerüchte an irgendeiner Stelle begonnen haben, sich zu verschlimmern. Namen, am häufigsten schwarze Punkte, dann haben wir noch schwarze Fenster und schwarze Türen. Gerüchtemuster. Erste Stufe ist der tatsächliche Kontakt mit den Punkten. Zweite Stufe ist das Auftreten von Schaden. Beispiel 1 von Dry Edge gekillt werden. Zweites, reales Selbst und Spielcharakter tauschen die Plätze. Zu der zweiten Stufe gibt es aber auch Gerüchte über ungefährliche Phänomene. Verstorbene Freunde, Verwandte, Treffen etc. Das Gerücht, dass die schwarzen Punkte selbst Schaden anrichten, ist recht neu. Es wurde von den jüngeren Spielgenerationen The Word verbreitet. Es mag nicht viel sein, aber wer weiß. Aber mehr weiß ich momentan nicht. Ich erwarte weitere Informationen. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich gehetzt habe, aber ich bin recht müde. Er und ich werden eine Weile schlafen. Bis später. Fragt man sich echt, wer ist er? Das war so ziemlich das Neueste, was wir hier raus haben. Dieses Akkadingensbums ist übrigens so eine Art Forum, wo die Leute halt ihre Fanarts hochladen können. Daher stammt auch übrigens das Hintergrundbild. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Hey, ich bin Kuhn. Wie es scheint, arbeiten wir wohl eine Weile zusammen. Freut mich, dich kennenzulernen. Nur nochmal zur Sicherheit. Der offizielle Name von CC Corps Projekt lautet GU. Der Name Rabe ist nur zum Schein. Es ist ein temporärer Name für die Gilde, also pass auf, dass du sie nicht durcheinander bringst. Ja, schön für dich. Ach, ich muss noch antworten. GU. Wofür steht GU? Wieder einmal bleibt uns nichts anderes übrig, als in The World abzutauchen.
Na toll. Das heißt, ich kann jetzt mich hier nur alleine beschäftigen. Super. Ja, nehmen wir erstmal die Level 1. Hübsch. Na hoch. Okay. Scheißdreck. Alter, scheiß die Wand an.
ざっとこんなもんだな。蹴散らしてやる。またこいつか。進路不明。燃料にかかりのチム玉フリーズ。ふき。ふき。助けてくれてありがとう。ふき。Das Vieh stürzt aber auch echt überall ab.Okay, da lang muss ich also. Ja, diese Feenkugeln sind schon ganz praktisch. Okay, können sie haben, aber erstmal.
Waren das jetzt echt jetzt die Viecher? Mann. Ich wollte schon sagen, hier war doch noch ein Kampfgebiet. Ja. Gut, dann heißt es, ich habe vor uns aus Versehen einen Player gekillt. Ich bin zum Player-Killer geworden. Nein! Na komm, komm. Huch. Eigentlich sind diese Dinger auch einfach. Musst immer nur ausweichen, wenn das Vieh böse wird und dann hat's, ja, bist der Lack durch. So. Na, wie gut, dass wir 15 da an der Zahl haben. So, ich muss jetzt weiter da lang. Oi! Als großartige Leistung würde ich das jetzt nicht sehen, aber egal. Oh! Awesome. Nicht, dass ich das jetzt hier bräuchte, aber awesome. So, noch irgendwer? Noch jemand, der aufs Maul will? Nö, gut. Der Teufel. Heilgetränk. Oh, das endet echt wie in Hack, wo ich dann plötzlich Milliarden von Heilgetränken hatte. Okay. Concentration. Oh, das war knapp. Einmal falsch gedrückt, ey. Ja, damit haben wir wohl diesen Dungeon. War ein bisschen langweilig, ein bisschen ereignislos. Zurück zur Stadt.